Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert und in dieser kleinen Videoserie betrachten wir die Gewinnschwelle oder auch genannt Break-Even und zwar unter prüfungstechnischen Gesichtspunkten. Und im ersten Teil haben wir die Break-Even-Menge betrachtet. Im hier beginnenden zweiten Teil betrachten wir nun den Break-Even-Umsatz. Diese Frage nach dem Break-Even-Umsatz kann nur kommen, wenn im ersten Teil nach der Break-Even-Menge gefragt wurde. Also wiederholen wir nochmal kurz: Die Break-Even-Menge X-Break ist definiert als langer Bruchstrich Fixkosten K-Fix durch Stückdeckungsbeitrag P minus KV. Das ist die Break-Even-Formel. Und wenn wir die Fixkosten, den Preis und die variablen Kosten hier einsetzen, bekommen wir die entsprechende Menge. Und der Umsatz, egal ob es Break-Even ist oder sonst einer, ist immer U gleich Umsatz Preis mal Menge, sodass es im Grunde ganz einfach ist. Der Break-Even-Umsatz ist die Break-Even-Menge hier eingesetzt, multipliziert mit dem angegebenen Preis in der Aufgabenstellung, ergibt den Break-Even-Umsatz. Die Dimension ist hier nicht Mengeneinheiten, sondern Euro. Der Break-Even-Umsatz ist ein Euro wert. Setzt aber voraus, dass man im ersten Teil die Break-Even-Menge hat, weil man sonst diese Formel hier nicht bestimmen kann, weil die Mengengröße dann fehlen würde. Also diese Aufgabe ist eine Zusatzfrage in der Prüfung, die sich sehr leicht lösen lässt, wenn man die Break-Even-Menge hat. Wenn man die Break-Even-Menge nicht hat, dann setzt man hier eine Prämisse. Ja, und sagt, die Break-Even-Menge ist 60, nimmt den Preis auf der Aufgabenstellung, multipliziert mit 60, angenommener Wert, erhält einen Umsatzwert. Der ist falsch, aber folgerichtig richtig. Das nennt man einen Folgefehler und man bekommt die Punkte für diesen Teil der Aufgabe trotzdem. Ja, das war's schon wieder in diesem Video. Im dritten Teil geht es weiter mit dieser kleinen Serie. Schauen Sie auch mal bei mir vorbei unter spaßlerndenk.de oder Lernhilfen unter spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.